Paul ist ein Barbie-Girl, also beide. Jungs, Mädels, hier sind wir. Zur großen Oppenheimer/Barbie-Besprechung. Barbenheimer, so nehme ich. Bedeutet, es ist hier eher eine Sonderfolge. Wir können trotzdem auch mal über ein paar andere Sachen reden. Aber primär geht es hier um Oppenheimer und Barbie. So, wir haben einen neuen Gast. Also den einen kennt ihr. Hier ist der Dauergast. Der Dauergast. Der Dauerersatz für Benjamin. Und den anderen kennt ihr noch nicht. Der kann sich ja jetzt mal vorstellen. Ne? So, damit wir es auch übersichtlich halten. Ich heiße auch Paul, wohne aber in Bautzen. Bin auch mit Ronny welche Straße? Länger bekannt. Ja, das wäre jetzt ein bisschen schlecht, Männers. Aber falls ihr euch boxen wollt, Kaufland, Gesundbrunnenring 62 ohne treten, Freunde. Aber naja. Hast du eine IP-Adresse? Meine IP-Adresse? Ja, ist ein bisschen lang, habe ich nicht im Kopf. And naja. Roxy's. Naja, wie gesagt, ich bin schon länger mit Ronny bekannt. Ja. Der hat mir auch von seiner Idee mit dem Podcast erzählt, bevor die überhaupt angefangen hat. Hab den natürlich supportet. Und ich selber, ich versuche jetzt in letzter Zeit eine eigene Renaissance der Filme in mir selber zu erwachen, weil ich, naja, irgendwie die letzten paar Jahre nicht so viel geschaut habe aus den verschiedensten Gründen, aber da mich der Ronny mit eingeladen hat, Barbenheimer in Dresden zu schauen, habe ich natürlich nicht Nein gesagt. Und ja, falls noch mehr über mich zu erfahren ist, werden wir es ja sehen. Jo, also ich möchte nochmal, also das muss ich bei Benjamin nie machen, aber ich möchte nochmal eine Triggerwarnung aussprechen für Eltern oder ältere Menschen, die sich das anhören, falls sie sich das anhören und Kinder irgendwo in der Umgebung sind. Es könnte hier ein bisschen ehrenloser werden als mit Benjamin sonst. Was soll das jetzt heißen? Naja, also das war letzte Folge mit Paul schon so. Also, ah, gut, Benjamin das geht nicht ist vernünftig, mich, also. Ich halt nicht. Und wir drei, das ist schlimm. Die Mastschweine. Wenn die Mastschweine. Die drei Mastschweine, ja. Ja. Ich zieh mir jetzt erstmal Socken an, ey. Oh, edel. So. Ich arme aus, ich bin zu arm für eine Kamera, sonst könnt ihr mich auch noch sehen. Stimmt. Ja, also, wir können ja erstmal so drüber reden. Also, Paul, wir haben im Podcast halt immer eine Rubrik, Mein Fakt der Woche. Die würden wir einfach ausfallen lassen, weil dieser ganze Barbenheimer Tag war ein Mein Fakt der Woche. Da können wir allgemein das schon, wenn wir überhaupt über die Filme sprechen, darüber das erzählen. Und wir haben dann noch eine andere Rubrik, also die Hauptrubrik quasi, die wöchentlichen Filme, Serien und hast du nicht gesehen. Mhm. Die werden halt heute jetzt am Anfang gleich abgehandelt, dass wir dann zu Oppenheimer und Barbie gehen können. Also, Intro ab. So, also, fangen wir mal mit unserem neuesten Gast an. Und zwar dem guten Paul. Und zwar nicht der Wichser, der. Ich will gerade den Wichser mit der Brille sagen, aber. Ja, jetzt gerade schlecht, ne? Jani, fang du mal an. Das, mit was soll ich denn anfangen? Ich bin jetzt ein bisschen unvorbereitet, Freunde, aber... Naja, was hast du die Woche geschaut, konsumiert im Fernsehen Was ich die Woche konsumiert habe, na pass oder auf. Oder gezockt ich jetzt, oder irgendwie. Gezockt kann ich euch einiges verraten, aber ich fange erstmal an mit, wie nenne ich das jetzt? Ich nenne es jetzt mal Raubkopien, aber ich bin nicht schuld, denn ich bin ein Notfalls muss ich das User piepen, der Plattform TikTok und beim Scrollen um 3 Uhr früh kriegst du Clips von allen Filmen der Welt gefühlt. Und also ich sag dir offen und ehrlich, ich habe indirekt
glaube ich, schon 5 komplette Filme durch TikTok gesehen, weil da irgendein Wichser sitzt, der die ganze Zeit 30-Sekunden-Clips hochlädt mit Family Guy unten oder Subway Surfers unten. Ja, Family Guy habe ich auch gefühlt 20 Folgen ja, nur durch. Ja, genau, Shorts genau. Und letzteres habe ich, glaube ich, eine ganze Folge Rick and Morty geschaut an einem Abend, aber in 30-Sekunden-Abschnitten. Und ja, wie gesagt, Rick and Morty bin ich eher zwiegespalten. Einige feiern die Serie, einige finden die, ich finde, die hat zwar ihre Momente, aber manchmal versucht sie ein bisschen zu hart auf den Haha, wir sind ein Erwachsenen-Show-Faktor zu gehen. Wisst ihr, was ich meine? Ja, kann sein. Ist auch Family Guy in letzter Zeit so geworden. Die versuchen einfach, ja, guck mal, wir sind lustig, weil wir gerade Wichser gesagt haben. Ja. So. Naja, Filme ist, werden wir ja gleich, also die Highlight, auch wenn ich andere Filme diese Woche geschaut hätte, nix könnte Barbie oder Oppenheimer toppen, dazu kommen wir aber halt später. Und wegen Games, ich habe ja seit knapp 2 Jahren auf PC gewechselt und auf Steam gibt es gerade so ein Spiel, das heißt Nuclear Option. Das ist immer noch in der Playtest-Beta, also das ist noch nicht mal draußen. Und, naja, da fliegst du halt in so einem Flugzeug rum und musst die ganze Zeit deine Gegner halt abschießen. Und da gibt's auch Nukes in dem Spiel. Und für einen Playtest ist das ganz schön gar nicht schlecht. Aber wie gesagt, nix kann Barbie oder Oppenheimer toppen. Ja, das, wie sieht's bei euch aus, Männers? Das kann sein. Ja, mach mal hier andere weiter. Ja, also, ich war am Samstag beim Ronny gewesen. Und er hatte mir einen Controller in die Hand gedrückt. Und gesagt, wir spielen jetzt Mortal Kombat, ja. Oh, ganz und, böse. Und muss erstmal sagen, wie hobbylos der Junge in diesem Spiel ist, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also da könntest du gar nichts machen. Da ist mir auch gerade was eingefallen, aber ich lasse euch erstmal weitererzählen. Aber dieser Verlust, der hat nicht gut gesessen bei mir, ja. Wen habt ihr beide gespielt? Unterschiedlich. Oder also, ich hab dann damit. Das wildeste Matchup war der Terminator gegen den Joker, muss ich sagen. Gegen den Joker? Hat einer von euch Vixen Scorpion gespielt? Ja, wir haben in Mortal Kombat. Hätte ich mir schon gedacht! In Mortal Kombat 10 haben wir mal mit Sub-Zero und Scorpion gezockt. Aber was ich sagen muss, ist, wir haben dann auch eine Runde gemacht. Das war die beste von Paul, weil ich da Raiden gespielt habe. Und ich hasse Raiden. Weil Raiden kann ich überhaupt nicht einmal spielen. Einmal gewonnen. Ja, nee, Paul hat nicht einmal gewonnen. Ich habe ihn dann ja, zu einer Halbrunde, ja. Was ist eine Halbrunde? Super. Auf jeden Fall, ja. Hat der Sieg nicht gut gesessen bei mir, der Verlust nicht gut gesessen bei mir. Und da habe ich gesehen, dass auf einer gewissen Keyseller-Seite Mortal Kombat 11 die Ultimate Edition für 7 Euro zu kaufen war, ja. Oh. Und da musste ich zuschlagen, ja. Und da wird er üben, der Junge. Und jetzt geht das Training los und irgendwann... Du, in Mortal Kombat 1 werde ich Ronny dann schlagen. Du, Ronny, das müssen wir auch noch nachholen. Aber ich sag dir auch noch nicht, das letzte Mortal Kombat, was ich gespielt habe, war Mortal Kombat 10, das frisch rauskam. Und das Mortal Kombat davor war, glaube ich, Mortal Kombat 7 oder 8. Also ich bin ein Veteran, aber ich habe das lange nicht mehr angefasst. Ja, ich bin halt 20, im Lockdown bin ich eingestiegen in die ganze Mortal Kombat-Reihe, ne? Und da gab es keinen Halt mehr mit Mortal Kombat 11. Ich hab mit einem Charakter, nicht in der Spielzeit, sondern mit einem Charakter habe ich 40 Stunden. Also weil ich mit dem Charakter gespielt habe. Also ja, ich bin nicht schlecht in Mortal Kombat. Das Mortal Kombat 7 oder 8, das war das Mortal Kombat, an das ich mich gut erinnern kann. Aber ich erinnere mich noch, dort, wo ich ganz klein war, ich habe die ganz, 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 ganz alten Oldschool Mortal Kombat gespielt. Also die noch mit Pixel-Grafik waren, wenn du weißt, was ich meine. Mein erstes Mortal Kombat war tatsächlich das erste Mortal Kombat. Das habe ich jetzt zwar nicht griffbereit, aber für den SNES habe ich die Cartridge hier irgendwo. Ja, an alle, die zuhören, uns vielleicht an meinem Namen oder an meiner Stimme nicht gecheckt haben. Ich komme ja ursprünglich aus der Ukraine. Und er sich reinlacht, wenn er das sagt. Das ist immer lustig an der Grenze, aber auf jeden Fall. Ich hatte einen Kollegen, der hatte gefühlt jede Mortal Kombat, also der hatte alle Fighting Games, die es gab, außer Smash Bros., weil der war kein Nintendo-Fan, aber da habe ich reingesuchtet früher. Der Typ hat mich zwar immer bodenlos besiegt, weil ich absolut 6 war und der Typ war 19 und hat das Spiel wahrscheinlich so gesuchtet wie Ronny, aber trotzdem. Aber naja, Mortal Kombat ist schon eine Elite-Serie. Ja, und vor allen Dingen, was ja auch immer sehr underrated wird oder nicht oft erwähnt wird, ist,
wie gut eigentlich oder wie spaßig eigentlich die Story von den Mortal Kombat Games ist. Das stimmt, die Cutscenes sind immer amüsant. Ja, also vor allem bei Mortal Kombat 11, weil das halt einfach richtig geil aussieht. Ich hab den Storyboard jetzt nicht angefangen, weil da brauche ich bestimmt Hintergrundwissen, oder? Beim 11. Teil so vom Ding her? Eigentlich nicht, weil ich das erste Mal auch den 11. halt ohne wirklich viel Vorwissen brauchst du nicht. Paul, es ist jetzt kein Better Call Saul von der... Ja, das ist jetzt keine Trilogie von Scorsese. Also das ja, ist... Ich erwarte, dass beim 11. Teil, dass er halt schon irgendwas aufeinander aufbaut. Naja, Paul, also ich sag dir offen und ehrlich, die machen irgendwie jede zwei Mortal Kombat, resetten dir die Story und machen was komplett Neues. Also, ja, so ungefähr läuft's. Also die Mortal Kombat 11 Story baut auf 10 und 9 auf. Und, ja, eigentlich, es ist nicht schwer zu verstehen. Also, ich habe jetzt in den Ferien, vorgestern habe ich von Mortal Kombat 10 mal die komplette Story, weil ich die bisher noch gar nicht wirklich erlebt habe. Ich kannte sie, aber ich habe sie halt nicht selbst gespielt, durchgespielt. Ja. Und ich sag mal so, Mortal Kombat 10 ist ein guter Teil, um einzusteigen, weil da die Story quasi mehr oder weniger von null anfängt. Die haben halt Shao Kahn im letzten Teil besiegt und jetzt sind die Wirkungen von noch anderen Charakteren spürbar und da müssen sie auch noch nachhelfen und ja, dann Mortal Kombat 11 baut halt wiederum darauf auf, aber du kannst mit gutem Gewissen die Elva-Story spielen, weil sie, finde ich, ziemlich spaßig ist und besonders auch Aftermath. Du hast ja die Ultimate Edition geholt, weil du hast Aftermath dabei, also quasi Part B von der Story und das ist auch ziemlich cool. Du weißt, was gerade auch der größere Reflex, ich kann sogar Shokan spielen, ne? Oh. Kannst du nicht von dir behaupten. Ja, weil ich nicht einsehe, 5 Euro für einen Charakter auszugeben. Ich habe einen Freund von mir, Miles, hatte ja vor kurzem Geburtstag, also vor kurzem schon einen Monat her, hoch, aber auf jeden Fall, ich habe dem halt mein Hauptgeschenk gegeben und als Nebengeschenk, weil ich habe ja, habe ich ja auch schon erzählt, ich habe ja meine Aktionäre oben in meiner Taskbar, Enabar, MMOGA, die ganzen, und ich bin da durchgegangen und ich habe da die Mortal Kombat 11 Ultimate Edition für 7 Euro gefunden. Habe ich zugeschnappt und die habe ich dem halt geschenkt. Problem ist, der hat die irgendwie noch kaum angefasst, aber dazu komme ich dann später, Ronny. Sag du jetzt mal, was hast du denn konsumiert? Ja, also ich habe auch an Spielen ziemlich viel konsumiert. Ich habe bei der God of War 2 gespielt, das habe ich aber letzte Woche schon beredet. Dann habe ich Assassin's Creed 3 weitergespielt, hatte ich aber auch, glaube ich, letzte Woche schon gesagt, dass ich damit anfangen werde. Ja, dann habe ich, dann haben wir mit Paul zusammen zwei Filme geschaut. Den einen hat man letzte Woche schon groß besprochen, Nobody. Und dann Blair Witch Project. Und das ist ja mein Lieblingshorrorfilm und hat sich auch wieder bewiesen, warum. Weil das Ding halt wirklich fucking gruselig ist. Das ist der lang, also der war nichts gruselig gewesen in diesem Film, muss ich auch noch sagen. Oh! Ja, also... Wer halt sich nicht in Charaktere reinfühlen kann, ne? Wer so empathielos ist wie Paul, da ist das auch schwierig. Ich kann mich da reinfühlen, weil ich das 1:1 schon erlebt habe, wo wir mal zur TU gegangen sind. Ja. Das hat sich so ungefähr angefühlt. Männer, aber ich kann euch einen Vorschlag geben, denn nur als Vorwarnung, der Vorschlag kommt von Miles. Und Miles ist eine ganz schöne Heulsuse, wenn es um Thema Horrorfilme geht. Aber die Autopsie von Jane Doe soll richtig arschfick sein. Keine Ahnung, mit Horrorfilmen kenne ich mich nicht aus. Aber falls du mal Bock hast, können wir ja mal schauen, Autopsie von Jane Doe. Also wie gesagt, ich habe bei keinem Horrorfilm Angst gehabt oder mich gegruselt, außer Blair Witch Project. Wirklich, Blair Witch Project, das zwingt mich immer wieder in die Knie. Weil der Film halt einfach, weil der ja, kennst du ihn, ne, Paul? Du kennst ihn. Blair Witch Project, den haben die nicht einen neuen gemacht? Ja, nee, aber nicht den neuen, den originalen. Boah, den Originalen, den habe ich mir, glaube ich, mal reingezogen, aber da war ich, ich erinnere mich an nichts. Also kann auch da gefühlt blind reingehen. Also es passiert halt auch nicht viel, aber es ist halt super krass atmosphärisch und naja, es wird ja immer gesagt, der schlimmste Horror ist der, den man nicht sieht und das passt auf den Film. Psychologischer Horror. Ja, ist es nicht wirklich viel, aber ein bisschen schon. Es ist eher halt wirklich... dass die ganze Zeit ein Mysterium aufgebaut wird und man das aber nicht wirklich sieht, außer einmal im Film. Na, was ich zehnmal gruseliger finde bei Horrorfilmen ist, wenn
du den schaust und du erwartest, dass da ein Jumpscare kommt, aber es kommt keiner. Weil Jumpscares sind so die billigste Art von Horror, die es gibt. Ja, du schreist da erstmal rum für ein Zehntel einer Sekunde, aber dann war es das auch. Deswegen sind so Spiele, also Five Nights at Freddy's ist zwar Kult, aber Bruder, den Scheiß könnte ich nicht spielen, weil das wäre nach dem ersten Teil wäre es mir komplett ausgelutscht. Wie viele haben die davon gemacht? Fünf, sechs? Also. Ich kann, wenn ich Five Nights at Freddy's spielen würde, ich krieg einen Jumpscare, drück Alt F4 und dann direkt Ja, deinstallieren. aus der Reihen. Ein Spiel, was ich. Ein sehr gutes Horrorspiel, was auch kaum Jumpscares hat. Cry of Fear. Ist auch kostenlos. Und das Gruselige, was am Spiel ist, du bist in Schweden. Nee, aber. Ronny, wenn du mal aktiv am PC-Game teilnimmst, Cry of Fear empfehle ich dir. Ist ein FPS-Shooter, aber ist ein ganz guter psychologischer Horror. Okay, cool. Ich muss gerade an meinem Stuhl rumwerkeln. Meine Lehne kann ich gerade nicht entriegeln, dass die. Weißt du, jetzt liege ich so halb, wenn ich mich anlehne. Das ist kacke. Aber okay. Nee, ja. Mal schauen, ob ich jetzt PC-Game irgendwann mal einsteigen will. Und auch wenn nicht, Cry of Fear, das war mal eine Half-Life 1 Mod. Half-Life 1 kam 1999 raus, das kannst du auch auf einem Toaster spielen. Ja. Gut. Also, Ich hätte aber noch was, denn mir ist ja. was eingefallen. Dort, wo Paul gesagt hat, dass er Samstag bei dir war, ist mir auch eingefallen. Ich war Samstag bei Miles. Und ich erzähle euch jetzt was mit Games zu tun hat und was Bodenloses, okay? Ja. Und zwar, der Sinn dieser Versammlung war ein FIFA-Turnier. Der hat. Es ist schon bodenlos. Es ist schon bodenlos, ja. Wir haben. Acht Leute waren da, ne? Und die nehmen alle so die Lutscher-Volksclubs. PSG, Bayern München, französische Nationalmannschaft war auch dabei. Real Madrid, Barcelona. Was nehme ich? Die einzig wahre Mannschaft, Schachtar Donetsk. ja, gut, und im Turnier wurde ich gegen den Typen, der Bayern München gespielt hat, reingemacht. Die erste Runde habe ich 0-2 gespielt, da war ich ganz schön stolz auf mich, weil ich nur zwei Tore reinkassiert habe. Das zweite Mal 0-6, da war ich nicht so stolz auf mich. Ja. Aber ist auch irrelevant, denn Miles, der hatte so ein Setup, der hatte einen Fernseher mit seinem PC, wo FIFA war, und der hatte einen Monitor mit einer Xbox, wo er UFC gespielt hat. Ich habe das erste Mal in meinem Leben UFC gespielt, und ich habe aber einmal gewonnen, weil ich kenne mich in UFC zwar null aus, aber ich habe irgendeinen bösen Tschetschenen gespielt und sein Haken war böse. Also da konnte ich nicht verlieren. So, Okay. jetzt das Bodenlose. Der Abend war zwar ganz funny, aber wurde 17:50 Uhr ruckartig be beendet. Wir waren zwar da noch 1,5 Stunden bei Miles, aber wir haben nichts mehr gemacht. Warum? Kennt ihr einen Typen namens Diego? Das frage ich jetzt an dich, Ronny. Ich bezweifle, dass Paul ihn kennt. Sagt mir nichts der. Diego ist so ein Typ aus Kuba, bisschen dicker. Ist aber auch Okay, irrelevant. Der Typ. Der vielleicht, Typ. ne? Miles wollte seine Pfandflaschen in den Flur stellen und fragt Diego, ey, mach mal die Tür auf. Was Ah, macht Diego? ja, ich hab's gesehen. Ja. Was macht Diego? Der macht die Tür auf. Ey, Diego, was war denn das? Ja, also der Türrahmen ist kaputt gegangen und das Schloss ist rausgesprungen. 18:30 kam dann seine Mom und wir haben alle so gedacht, gut, Miles wird jetzt elendig exekutiert an die Wand gestellt und abgeknallt. Ja, dann sind wir geflohen, um was zu essen. Aber der Abend war wohl. UFC, weiß ich nicht, was ich davon halte. Das Spiel kommt mir so vor, als ob es einfach reines Button-Mashing ist, aber naja. Ja, sogar mit es Vermehrung kam. kommt mit auch vor am Samstag. Ja. Aber mittlerweile habe ich Ja, gelernt, da wie? ist mehr drin. Ja, mal schauen. Ich bin auf Wir jeden Fall müssen uns froh, mal alle endlich drei mal. zusammentreffen für Mortal Kombat. Ja, ich bin auf jeden Fall froh, wenn Paul das jetzt macht, dass ich mal endlich einen ebenbürtigen Gegner habe. Ist das nicht auch so deine Origin-Story gewesen, dass du von jemandem fertig gemacht wurdest, deswegen du besser sein wolltest? Und jetzt wiederholt sich das wieder? Ja, so ungefähr. Ich wurde dann. Oh. Die Sache ist halt, aber ich spiele halt jeden Tag Mortal Kombat, ne? Voll. Ich vielleicht jetzt auch, ne? No life. Nee, ja, mein Bruder hat mich mal fertig gemacht. Das habe Oh. ich nicht auf mir sitzen lassen. Weil in FIFA war ich halt immer der G. Da habe ich den halt auch immer
kaputt gespielt. Aber in Mortal Kombat nicht. Und dann ist meine FIFA-Phase zu Ende gewesen. Ich bin zu Mortal Kombat gegangen. Ein Spiel, was ich bei mir entdeckt habe, wo ich ein bisschen G bin, ist Billard. Weil wir waren, glaube ich, freitags waren wir Billard spielen. Und Nee, dann freitags nur waren wir in so. Oppenheimer und Barbie. Nee, scheiße. Wann war ich denn dann Billard spielen? Ich habe Alzheimer, sorry, Männers. Auf jeden Fall. Irgendwann mal war ich Billard spielen. Mit halt derselben Crew, die Tür demoliert hat. Und ich habe 1,5 Jahre kein Billard mehr gespielt. Hab dreimal gespielt, einmal verloren. Ich glaube, das ist eine gute Bilanz. Aber ich glaube, also Ronny kann bestätigen, es gibt nichts, wo ich so derbe schlecht bin wie beim Ja. Billardspielen. Ey, das stimmt. Ich Ne, habe ich nicht habe dem geschafft einmal so beim einen scheiß Billard. Pool in die Hand gedrückt, ne? Ja. Alter, also das habe ich ja noch nicht mal bei meinen kleinen Schwestern gesehen, dass die so scheiße sind. Ich Müssen habe wir es auch mal geschafft. nachholen, Männer. Ich habe es geschafft, wo wir da einmal bei dieser Bowling-Ding da sind, wo wir da gespielt haben. Also. Billardgarage? Nee, Oder beim wir Bowling waren Center? beim oben da. Das hier. Bowl, Beim Bowl oben. Fitnessstudio? Ja. Ja. Ich habe es geschafft, mich da zu verletzen und zu bluten. Was? Wie? Der Ich weiß Typ es hat es auch selber nicht nicht. geregelt. Ich habe es ja erklärt, wie es geht. Es ging, also, nee. Der Jetzt Mann. wisst ihr aber nicht, was da wirklich los ist bei Wie mir oft hat auch. der Mann die 8 reingemacht? Das nicht. Kein Ich Mal, habe er nicht hat die gar Eins nichts für die. Ich reingemacht. hab ja nicht mal die weiße Kugel getroffen, Alter. Das kannst du nicht, Digga, das ist jetzt nicht dein Ernst. Oh, Bruder Jakob. Oh Ah, Gott. Ja, schön. das war. Müssen wir auch mal nachholen. Der Machen einzige wir mal. Mensch, der es schafft, diese weiße Kugel zu treffen, die kommt einfach zu mir. Die kommt zu dir. Du, aber ey. Dort wo wir gespielt haben, ne? Miles hat gegen einen anderen gespielt. Der hat es geschissen gekriegt, die Kugel so zu treffen, dass die einen Double Jump macht und quer durch den Raum fliegt. Stark. Das ist wirklich stark. Das hat Aaron aber auch mal geschafft, wo er da war. Ah, schön. Ja. Toll. Dann würde ich sagen, jetzt können wir ja mal zu Oppenheimer und Barbie gehen. Und ich würde einfach mal, damit wir den Podcast ja nicht depressiv beenden, mit Oppenheimer anfangen, dass wir dann Ja, zu Barbie gehen können das ist gut. ja. Aber an alle, die das noch schauen wollen und das am selben Tag machen Ja, wollen, nee. schaut bitte zuerst Barbie und dann Ja. Oppenheimer. Achso, ja, genau. Und erstmal gibt es keine Spoiler und dann gehen wir den Spoiler-Teil. Wenn wir den brauchen. Bei Oppenheimer ist es eigentlich ziemlich Naja, Männer, egal. Oppenheimer, Spoiler, es explodiert was. Ja. Genau. Also, Oppenheimer. Jungs, wie standet ihr so dazu? Also, ich bin in Oppenheimer mit hohen Erwartungen reingegangen und die wurden einfach alle getoppt. Ich habe erwartet, dass, also von den Schauspielern, da war, also alle Schauspieler waren top. Selbst die gefühlt nur drei Minuten auf Screen waren, wie zum Beispiel Rami Malek, der war ja wortwörtlich nur ein bisschen zwischendurch und dann am Ende. Aber der hat auch alles getoppt, was er machen konnte. Ja. Und ja, von Cillian Murphy wissen wir ja alle. Muss ich nicht viel dazu sagen. Nee. Und allgemein, also die Story, das Ding ist, ich kannte mich ja mit der Geschichte von Oppenheimer aus, aber trotzdem hat mich das, also ich war, kann Ronny auch bestätigen, als der Film zu Ende war, saß ich in meinem scheiß Stuhl und war sprachlos. Ja, das stimmt, das war mal alle so ein bisschen. Das war gefühlt der ganze Saal kann man jetzt nicht sagen, weil da waren irgendwelche Schändlinge, die, Die okay, Film ist zu Ende. Ja, stehen die. auf, lachen und gehen raus, wo ich dachte, Ja. Alter. Ja. Ja. Ist es halt kein Film für jedermann. Nee, das ist auch so ähnlich wie, kennt ihr den Film über Alan Turing? Ich habe jetzt den Namen vergessen, aber Benedict Cumberbatch spielt ihn da. Ist so ähnlich, also ist auch nicht für jedermann, weil das ist halt. Es ist so, wie es passiert ist. In Filmform halt. Naja, also ich fand Oppenheimer auch super stark. Ja, was mich halt auch so krass beeindruckt hat, ist in dem Kino, wo wir saßen, dieses Sounddesign. Ja, Dolby Atmos. Junge, das hat ja wirklich wortwörtlich den Boden unter den Füßen weggehauen. Ich konnte es in der Lunge spüren, wie meine Lunge vibriert. Ja, ganz stark, ganz, ganz stark. Paul? Bin da auch mit
Habe ich vorher Ich bin extrem dabei, genau, gehypt was? gewesen auf diesen Film. Ich bin dabei, ich bin auch dabei. Sorry, Alter. Ich bin da richtig gehypt reingegangen. Am Anfang gingen mir so zwei Atzen neben mir richtig auf den Sack, weil die ganze Zeit geredet haben. Ach, Ruhe da hinten. Junge, der Typ, pass auf, wir haben, ich habe mich einmal aufregen müssen, weil Spoiler, Ja, Spoiler. Spoiler für den Schauspieler, der mitspielt, weil er Heisenberg, also. fucking Werner Matthias Heisenberg. Schweighöfer Werner Heisenberg spielt und das hat mich aufgeregt, also Ja, sorry. und ich musste den dann beruhigen. Kommt, der ist in 5 Minuten weg. Ruhe, Ruhe. Ja, und das war's dann eigentlich. Mehr kann ich mich nicht erinnern, dass ich was gesagt habe. Ich eigentlich auch nicht. Aber Ja. dann kann man eigentlich sagen, dass die Zuschauer schon sehr respektvoll waren. Hätte ich auch Ja. nicht gedacht, weil das Kino war halt voll. Da dachte ich so, irgendjemand wird jetzt mies hier auf den Sack gehen. Aber es saßen halt auch, glaube ich, wir waren die jüngsten Zuschauer in diesem Film, glaube Das kann sein. Ich weiß, hinter uns saßen ein paar Typen, die waren auch so paar 20, aber sonst waren wir, glaube ich, wirklich Ja, die Jüngsten. weil das ist kein Film für Jugendliche. Also so für die. FSK 12 aber will ich bitten. FSK fand ich krass, vor allen Dingen auch von Ich kenne da einigen noch so einen Szenen, die. FSK 6-Film, der auch heftig war. Ja, zu dem kommt man doch. Ja, nee, also ich muss sagen, Oppenheimer grandios. Es war wirklich ein Fest für die Augen und storytechnisch auch krass. Er ist lang, ja, er ist 3 Stunden. Die hat man nicht wirklich Nicht gemerkt. mitbekommen. Nee, gar nicht. Aber ich werde ihn ja doch nochmal ein zweites Mal schauen, weil ich werde ihn halt danach wahrscheinlich nie wieder schauen, weil nur im Kino kann man sich den wirklich richtig geil anschauen. Ja, auch im Fernsehen, also wenn man sich den also zu Hause anschaut mit dem Fernseher oder Kopfhörer, nee, das ist nicht so. Jetzt kann ich kann einfach nur träumen und überlegen, wie der Film jetzt auch noch in IMAX wäre. Ja. Deswegen, ich werde mir wahrscheinlich die Woche nochmal anschauen Oh. und freue mich da auch drauf. Mal schauen, wie es jetzt ist, da ich den Film kenne. Ich vermute, jetzt wird man die Länge merken. Beim zweiten Mal. Beim zweiten Mal wirst du so merken, ah, okay, oh, ja, jetzt kommt ja der Part. Jetzt könnte es ein bisschen schneller gehen. Mal schauen. Aber beim Ein, ersten Mal war eins es muss ich wirklich aber, so, dass es nicht so war. eins muss ich aber sagen. Ich habe zwar nicht mitbekommen, dass der Film sich wirklich in die Länge zieht, aber Spoiler, ne? Die Szene, wo der dann, also allgemein die ganzen Szenen, wo der befragt wird in diesem Office von diesem Komitee, die waren wirklich alle lange. Aber ich glaube, es war auch mit Absicht, damit man den Stress auch mitbekommt, den der in der Situation hatte. Ja, obwohl Weil der die sind mir gar nicht mal, also die wären jetzt gar nicht meine Kandidaten, sondern ich würde eher sagen, so ein paar Szenen dann auch mit seiner Frau und so. Ich glaube, das ist Das eher was, stimmt, glaube ich. aber was ich finde, ich hab leider Erfahrung mit bürokratischer Hölle. Vielleicht hat mich das einfach nur persönlich angesprochen, diese Szene. Ja, kann sein. Kann sein. Aber mal schauen. Ich bin sehr gespannt. Vor allen Dingen jetzt nochmal zu sehen. Freue ich mich drauf. Ja. Genau. Ja, was kann man noch über Oppenheimer sagen? Es hat. Wie würdet ihr es einordnen? Von Wie den meinst du? kompletten Chris Nolan-Filmen bis auf die The Dark Knight Trilogie, weil die würde ich einfach mal ausgrenzen. So, wo würdet ihr den Film einordnen? Bei den Standalone Christopher Nolan-Filmen? Ja, da Also kommt der mit Film-Casual aus mir Inception, raus, mit. ne? Hä? Da kommt halt der Film-Casual aus mir raus, ne? Ich kenn sonst keine anderen. Nee, ich kenne ein paar. Ich kenne ein paar. Ich bin auch ein Casual, aber ich kenne ein paar andere. Aber ich würde trotzdem sagen, dass das. Also, wenn das mit Abstand der beste Film war, den ich in meinem Leben gesehen habe, würde ich auch sagen, das ist der beste Chris Nolan-Film, den ich gesehen habe. Okay, würdest du so weit gehen, dass es dein Lieblingsfilm ist? Mittlerweile schon. Früher war mein Lieblingsfilm Stalingrad 1995. Ja, sagt der Name schon, um was es geht. Aber ich finde, der hat es einfach nochmal getoppt. Ja, okay, also ich würde sagen, mit Interstellar ist es einer meiner liebsten Chris Ja. Nolan-Filme. Aber ich würde sogar sagen, dass ich Interstellar noch ein bisschen mehr mag. Ist aber auch jetzt
Also du vergleichst Gold mit Gold, also da nimmst du Ja, nicht viel. der Film ist nicht schlecht. Also, das sind beides auf einem sehr, komplett hohen Niveau. Aber Also für 10 mich von 10 und persönlich, 10 von 10. ja, beides 10 von 10, ganz klar. Für mich persönlich, wenn ich jetzt sagen müsste, okay, welchen schaue ich mir jetzt am Abend an, würde ich halt schon Interstellar sagen. Weil Interstellar hat halt diese potenzielle Länge, die der Film, wenn du ihn mehrmals schaust, haben kann, hat sie nicht wirklich, weil Interstellar halt eigentlich Schlag auf Schlag geht und ja, Interstellar finde ich emotional nochmal deutlich krasser ist, auch wenn Oppenheimer nicht, absolut nicht emotional war, also der Film war auch nicht ohne, aber doch, ich würde Interstellar, glaube ich, als liebsten Chris Nolan-Film von mir bezeichnen, Batman ausgenommen. Sonst würde halt würde The Dark Knight das Ding gewinnen. Ja. Paul, aber du hast noch nie einen Chris Nolan-Film außer Oppenheimer und die Dark Knight-Trilogie gesehen. Du hast nicht Inception gesehen, du hast nicht Interstellar gesehen, du hast nicht Dunkirk gesehen. Nee, weil die Filme gehen halt immer so lange und dann denke ich mir so, weißt du, da ist ja nicht mehr viel vom Tag, auch wenn sie halt gut sind, weißt du, aber die Länge schreckt mich halt immer mies, aber deswegen habe ich auch Wir nie haben Sommerferien. Ich habe jetzt, Tarantino-Filme gesehen. ich hab 22 Uhr mir einen Indiana Jones Film angeschaut, der auch 2 Stunden geht. Du, Also. und also ich habe ja auch noch die coolen 200 Euro vom Staat bekommen, also ich habe keine Ausreden mehr. Ja, ich auch nicht. Ich hab's jetzt auch. Ach gut, aber die 200 Euro haben ja gut funktioniert, ne? Ja, beim einen Mal, aber ey, für den Film, gute Brücke, danke Paul. Für den Film haben sich die 10 Euro gelohnt, oder? Die 10 Euro, die konnte ich mir auch. Ja, die. Wie gesagt, bei Barbie ist es genau andersrum. Ich bin da reingegangen mit richtig, richtig beschissenen Erwartungen. Ich dachte, das wird jetzt irgend so ein scheiß Kinderfilm. Ich dachte, gut, Ronny hat ja vorhin schon gemeint, der wird richtig gesellschaftskritisch. Dies, das, Ananas. Dachte ich mir, ja, vielleicht, muss aber nicht sein. Ich habe eher erwartet, das wird aber so ein Cash Grab. So, ja, bisschen Barbie da, bisschen da, wir machen ein paar Millionen, dies, das, aus. Nee, gar nicht. Also. Also, mir hat ja Ronny gar nicht gesagt, dass er gesellschaftskritisch war. Oder ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Doch, Und ich habe das auch bin da mehrmals reingegangen, gesagt. Ich habe das auch mehrmals dachte mir gesagt. so: Okay, das wird jetzt ein mieser Kinderfilm und es gibt jetzt nur zwei Optionen. Entweder gehe ich nach 3 Witzen, verlasse ich diesen Kinosaal, oder ich schmeiße mich über jede Kleinigkeit weg, die in diesem Film passiert. Tja, und das Ding ist, wenn ihr irgendwelche Kleinkinder habt, geht nicht mit denen in diesen Film rein, weil es gibt nicht einen Witz. Es gibt wirklich, ich habe nachgezählt, es gibt nicht einen Witz. Nicht einen gesprochenen Witz, der nicht zweideutig ist. Das Einzige, was eure Kinder sich lustig machen können, ist, wenn Ryan Gosling eine komische Fresse zieht. Aber sonst. Digga! Da muss ich auch direkt schon spoilern. Die ersten 20 Minuten des Films. Na los, Ken, ich stoß dich weg. Ich stoß euch beide weg. Ja, das war der erste Killer. Das war der erste Killer. Das war der Moment, wo wir den ganzen Saal gezeigt haben, was für Assis wir da drin sind. Wir haben Das war wirklich. der Moment, wo ich dachte, alles klar, der Film, der wird alles andere sein als das, was ich erwartet habe. Ja, ich war sehr zufrieden, weil alles sich quasi bestätigt hat, so ein bisschen, wie ich es mir schon dachte, dass der Film wird. Ich hätte gedacht, dass er noch krasser wird. Ich hätte gedacht, er wird gar nicht so eine krasse Comedy, wie er geworden ist. Das dachte ich, dachte, er wird wirklich ernst. Aber mit der Version gehe ich voll mit, weil, Alter, Da war ich komplett zufrieden. es Nee, ist so geil. allgemein, also, das sind ja zwei verschiedene Kategorien, Oppenheimer und Barbie, aber ich würde Barbie auch als eine unironische 10 von 10 ein, weil die Jokes haben gesessen. Der Slapstick, also die Szene, wo die in diesem Mattel-Büro dann rumrennen, das ist klassischer Scooby-Doo, Digga. Das ist, uff, ich krieg Nostalgie dadurch, ich habe Nostalgie gekriegt, dadurch, ich das gesehen habe. Die Lieder, sag mal. Also, die Lieder, die haben auch gesessen. Also das Ryan Gosling-Lied, das war. Der ist ein Banger. Der ist ein Banger. Ja, nee, Das also. ist der heftigste Story-Angle ist aber immer noch, ja. Das ist das, was ich am wenigsten Also, aus ja, dem Jo, Film warte mal, erzählt warte habe. mal. Ich tu mal jetzt schon mal eine Spoilerwarnung aussprechen, wenn wir Ja, hier wollte schon ich auch gerade rumspoilern. sagen. Ja. Spoilerwarnung, ja, das ist auch der Moment, den ich am wenigsten spoiler, also nicht mal antease, weil der einfach so random kommt.
ist, dass Ken das Patriarchat entdeckt und das in Barbieland einführen will. Ja, du, ihr müsst euch vorstellen, dass, also ihr geht rein in einen Film über eine Plastikpuppe. Hättet ihr erwartet, dass es im Film über das Patriarchat einen Militärputsch, ein Sturz der Regierung und Verfassungsänderungen geht? Ja, Ach so, und Mord, und Mord. und illegale Grenzüberschreitung. und schöne toxische Männlichkeit, die Ach so, und sexuelle Belästigung. Ja, ja, der eine Minute, nachdem die aus Barbieland raus sind. Du Puppe, ich stell mich schon in deiner Shorts vor. Was? Der Film ist ab 6? dann wird erstmal Barbie als Faschistin bezeichnet, Alter. Stimmt! Du hast den Feminismus um Jahrzehnte zurückgedrängt. Du bist eine Faschistin. Es ist, der Film ist Banger, der Film, weil er ist halt auch nicht lang, bedeutet, Nee. den kann man sich gut mal so zack und fertig. Also, den werde ich mir wahrscheinlich zu Hause schon nochmal anschauen. Den werde ich mir auf Den will Blu-ray ich mir holen. auch nochmal anschauen. Boah, der ist toll. Das Achso, ist. und nebenbei, sorry, dass ich unterbreche, aber nebenbei, als wir den geschaut haben, habe ich zu Ronny gesagt, ey, muss das so aussehen? Das sieht ein bisschen so Ah aus, als ob wir ja. in einen 3D-Film reingegangen sind. Und der so, ja, schon, aber nee, ist schon härter mit 3D. Habe ich, weil also der Film, der war so schwarz-weiß-mäßig, aber manche, also, aber die grellen Pinkfarben konnte man noch sehen, mehr oder weniger. Ja, Und wir das dachten war halt, jetzt das muss coole so. optische Sache. Ja, wir dachten, das muss so, weil als die dann in der echten Welt waren, hat Margot Robbie die Augen kurz zugemacht und dann wurde die Welt zu Farbe. Wir dachten, das muss so. Aber als wir aus dem Film rausgingen, stehen da so zwei Leute, die so, und hat euch der Film gefallen? Ja, schon. Und dann drücken die uns, wie Paul schon zeigt, einen Popcorn-Gutschein in die Hand. Hä, wieso? Ja, die erste halbe Stunde vom Film war schwarz-weiß. Ach, das musste so nicht. Also, Also die konnten uns, das war richtig nett von denen, die konnten uns eigentlich richtig über den Tisch ziehen, aber haben die nicht. ja, also ich fand es ja halt einfach passend auch, dass es genau in dem Moment dann auch farbig wurde. Also ich war ja fasziniert von den Leuten vom Kino, wie die das hinbekommen. Da habe ich aber eine Idee, dass die das vielleicht sofort mitbekommen haben und dachten, scheiße, wie machen wir das jetzt am unauffälligsten? Ja, das kann sein. Ach so, und irgendwelche zwei Arschlöcher, mit denen ich den Film geschaut habe, haben mir gesagt, ey Paul, das wird extrem lustig, wenn du jetzt die 14 Chicken Strips für 8 € kaufst. Also, Mit der Käsesalzersoße. ja, pass auf, der erste kommt so, jo, ein kleines Popcorn bitte. Der zweite so, jo, mittleres Popcorn bitte. Ich so, Nee, servus. stopp, Ah ja, stimmt, Ronny, erzähl du. stopp. Da gehe ich hin, wenn wir so ein kleines Popcorn holen. Ne? Paul schon wieder Opfer des Kapitalismus, holt sich ein mittleres, weil er denkt, oh, ist nur 1 € teurer. So, gehe ich hin. Ja, hi, kleines Popcorn bitte. Die Hallo? Frau, hallo? Hallo? Ich so, also, die dachte irgendwie, dass ich nicht Hallo gesagt habe und sofort kleines Popcorn bitte. Also, sorry. Die war richtig angepisst schon, wo ich rankam. Ne? Dann kam der zweite mit dem größeren Popcorn noch und kam der dritte Wichser. Jo, servus. Einmal die großen Chicken Strips. Welche Soßen? Welche gibt's denn? Es gibt saure Sahne, Käse Salsa, Barbecue Sweet Chili. Dann nehme ich mal Sweet Chili. Du hast drei Soßen, ne? Ach so. Dann nehme ich Sweet Chili, Barbecue und diese Käse Salsa. Also was jetzt, Käse oder Salsa? Na, Käse Salsa, was wollen Sie jetzt von mir? Weil die hat das halt ohne Komma gesagt, Käse Salsa. Er sagt, ja gut, dann halt Käse. Nur mal so die Käsesoße, die hat absolut räudig geschmeckt. Dass ich keine Nierensteine bekommen habe, ist ein Wunder. Ich hab mit Die Chicken Popcorn. Strips, die haben, also der Geschmack vom Fleisch war okay, aber Die Konsistenz, Alter. die Konsistenz, das war so. Also, kennt ihr das, wenn ihr zu Mc's geht, euch eine 20er Nuggets-Box holt, dann drei Stück davon wegsnackt, aber dann am Beifahrersitz stehen lässt und dann einen Tag später wiederkommt? Oh, Scheiße, was ist das denn? Dann denkst du dich, ja komm, ich steck da eine. Lecker! Ja, so hat das ungefähr geschmeckt, weil es war lauwarm, absolut nicht knusprig und also wirklich, ich dachte, ich verreck noch auf dem Weg zu Oppenheimer. Ja, ich dachte, ich verreck auch auf dem Weg zu Oppenheimer. Ja, weil, nochmal so, sorry, dass ich unterbreche, aber Ronny dachte, es wäre eine richtig coole Idee, sein Popcorn in meine Sweet Chili Soße zu tunken. Paul hat es dann auch probiert, Paul ist kurz verreckt. Also ich fand es gar nicht mal so schlecht.
Aber ich meine, ich wollte auf eine andere Sache anspielen. Und zwar, ich bin ein Ja. Typ, der hat eigentlich keine Höhenangst. Ah! Die Sache ist, sobald aber irgendwas passiert, auf einem Karussell oder einem Riesenrad, ne, was eigentlich nicht passieren sollte, wie zum Beispiel, es wackelt mir ein bisschen zu hart, dann ist Ende. Ich möchte mal anmerken, wir sind da zu diesem Riesenrad hingegangen. Da habe ich so gesagt: Männers, ich habe schon miese Höhenangst. Ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine gute Idee ist, dass ich da drauf gehe. Im Endeffekt war ich der entspannteste von allen gewesen da oben. Was, was? Ich fand das toll. Ich Immer weiß gar ohne, nicht, was du gemacht hast. ich fand das auch toll. Ronny Also hat ich habe, Panik, als hast also du ich hab da, geflogen. ich hab da so ein Video. Ich filme so eine Schraube, weil die war mies rostig. Und ich und am Ende des Videos hört man, hör auf zu wackeln! Ja, Dann habe ich ich Ronny noch so ein finde. bisschen verunsichert, weil da war dieser Motor da oder irgendwas Technisches war da oben drauf, dieser Kapsel. Wir sehen halt so die da vor uns. Die Da ist Hälfte aber so der scheiß Panzer. Gondeln war verrostet. Ja, und da war so Panzertape drüber geklebt einfach. Ja, da war überall Panzertape, ey. Also TÜV sagt nein, Junge, ehrlich. Das war auch Ja. übrigens 9 Dann Euro. Noch nie abschließend so haben wir schlecht uns 9 dafür Euro investiert. entschieden, abschließend haben wir uns nach der Riesenradfahrt dafür entschieden, dass wir jetzt in Sommerfeld nochmal einen Tag nach Belantes fahren. Oh ja. Ja. Die dreimal Ich habe auch zumindest. so ein Paul hat mega Ka Bock. Ka Er Kauf. ist mir aber scheißegal. Ich will ihn leiden sehen. Ich habe auch mega Bock auf Bilanz, weil ich habe zwar eigentlich keine Höhen. Passt auf, ich habe keine Höhenangst. Ich habe Angst, dass die Technik nicht Ja, funktioniert. das ist auch eher Wenn meine ich da Angst. einfach, wenn ich da einfach, wenn ich da einfach oben bin, wo die scheiß Achterbahn ist. Oh cool, ich gucke ein bisschen nach oben, aber nach oben, nach unten. Aber wenn das Ding mit 300 km/h runterfährt, denke ich mir, scheiße, was, wenn das Ding jetzt einfach aufgeht, Digga, spring ich einfach raus, Ja, das genau war's. das. Also ich freue mich da besonders auf die Pyramide in Belantes, besonders für Paul, Die muss ich noch machen. Ja, weil ich muss da die sitzt du unbedingt halt machen. drin und hast halt keine Sicherung. Bedeutet, wenn du da wirklich was Falsches machst, bist du tot. Ich habe Gewicht, Alter, das hält mich da auf dem Sitz. Ja, wir haben Aber alle ich. Gewicht. Ja, Das das Ding hilft. macht bei uns nicht mal einen Double Jump wahrscheinlich. Aber ich kann euch sagen, ich fahre nicht die rote. Da könnt ihr mir Doch, 50 Euro doch. geben, die fahre Alter, du ich nicht. fährst die Doch, rote. du fährst. Du kriegst Stiefelkreis, wenn du nicht fährst. Das sieht Mit aus der wie so Niki. ein Ding. Das sieht aus wie so ein Ding, wo so Leute drauf gehen, die sterben wollen. Und das ist halt so Gehkraft, dass sich das tötet, wenn du da fährst, Nein, Alter. also ich finde das Tja. Krassere ist die Anfahrt, weil du quasi so hochfährst. Du, ja, du bist vertikal einfach. Gehst da oben. Nee, da kriege ich Panikattacken da oben. Ja, mach einfach Augen zu. Mach einfach Das Augen zu. kriegt man hin. Ich hab da Bock drauf. Und danach, wir müssen doch erstmal davor gucken, wo ist die schnellste Mülltonne dann, wenn wir den Ausgang, wenn wir das Ding verlassen, ne? Ach so, und Männer, wir müssen auch den Klassiker machen, den jeder macht. Wir gehen zu diesem Automaten, wo die Fotos sind, halten unser Handy an den Monitor und machen ein Bild, weil ich gebe keine 10 Euro für das Bild aus. Ja, können wir machen. Junge, ja, habt ihr mal, so ein bisschen möchte ich das aufziehen. Ja. Habt ihr mal Joko und Klaas auf dem Oktoberfest gesehen? Also so ungefähr kannst du dir das bei Paul vorstellen. Oder könnt ihr euch alle das bei Paul vorstellen? Die haben einmal alles machen gemacht. Quasi sie sind an jedem Stand. Egal, ob das ein Schießstand war oder ein scheiß gebrannte Mandelnstand. Und ja, denen ging es dann am Ende auch nicht mehr gut. Und ja, Paul, so erwarte ich das bei dir. Ja, so wird es aber bei der ersten Fahrt sein, das kann ich sagen. Ja, mal So, jetzt schauen. aber die. Also ich hau mir davor, ich hau mir so eine Reisetablette rein, ja, Ja. damit ich. Und dann ist eigentlich nur die Gefahr, dass ich einpenne. Weil die Scheiße macht ultra müde, aber ich glaube, die Gefahr besteht nicht, wenn ich eine Nee, Achterbahn nee, fahre. nee. Aber Männer, eins muss ich euch sagen. Ich bin zwar für alles immer dabei. Aber wenn es irgendein Ding gibt, was sich mit 300 km/h einfach im Kreis dreht, da bin ich raus. Da bin ich auch raus, wenn er kotzt, ich wirklich im Strahl, wenn ich das mache. Habe ich ja erzählt, in Italien, Ja, da war so ein, der ja, das, Breakdancer. der Breakdancer, der einfach, wo die Gondel sich nur bewegt und du einfach in der Kurve 90 Grad rechts fährst. Und das machen die rückwärts und vorwärts, diese Schweine, ey, ich bin kurz verreckt. Ja, ist Die so, heftig. die Frau, die das so kontrolliert hat, weiß schon, die Leute am Rummel sind mal dieselben. Oh, und wollen noch eine Runde, wollen noch eine Runde, wollen noch eine Runde. Ich schreie die so an. Alle Leute, die das gerade Die nicht guckt mich mitverfolgt, einfach nur an alle und Leute, die lächelt, das die gerade nicht Sau, ey. mitverfolgt haben, die tun mir jetzt leid. Tja, PW Pech gehabt. Mir tun meine Nachbarn leid, Junge. Nee, Ja. aber Bock. Aber zu Barbie hätte ich noch eins zu sagen. Ja. Beste Charakter, Ellen.
Alan, Free ja. Alan. Free Alan. Free Alan. Free. Also, Spoiler wieder, aber ist ja Konstantin gerade Spoiler. Ja. In dem Film wird niemand verletzt, außer eine Person. Also, außer sieben Leute und einer verreckt. Weil Alan sich so denkt, da sind so Bauarbeiter, kennst, die wollen so Stress mit Das. Barbie, die wollen so Stress mit Barbie und Alan. Alan packt aber seine Krav-Maga-Künste raus, haut acht Leute K.O. und ein Typen dreht da gefühlt den Hals um. Du gehst jetzt schlafen, gute Nacht. Und der Typ, der ist einfach tot. Das juckt niemanden mehr, keiner spricht das an und der liegt einfach. Die liegt da wahrscheinlich immer noch in Barbieland. Ja, das war Oh, auch das so ist ein halt. geiler Gag, wie die Szene angefangen hat, ne? Wenn die rausfinden, dass man die Mauer auch vertikal bauen kann. Nee, warte. Ja, Ja, horizontal bauen kann. Ja, weil die horizontal stapeln einfach so, die haben einfach so 50 Ziegelsteine hochgestapelt und fragen sich, warum die Wand nicht Das funktioniert. ist extrem. Das ist extrem stumpfer Humor, aber es klappt, es funktioniert. Also ich finde, also ist halt so geil, bei diesen Filmen konnte man immer man konnte immer so sagen, wäre voll lustig, wenn das und das passiert. Und es Ja. ist immer passiert. Ja. Außer die Aber auch die, aber. Zwei-Staaten-Lösung in Barbieland. Ja, die Zwei-Staaten-Lösung in Barbieland oder am Ende, wo die Barbie Republican Army gegen das Ken-Militär gekämpft hat. Das war ja Bürgerkrieg, das war ja Bürgerkrieg zwischen den Kens. Ja. Ja, ein Ken hat einfach einen Speer durch Ja, die es war Brust bekommen, oder? Das Bürgerkrieg hat auch niemand mehr. und dann noch schön Stasi. Ne? Die Barbies waren ja die Ah ja, Stasi. stimmt! Ja, die Barbies waren ja die Stasi. Die haben auch andere Barbies entführt und sie, Die nicht gebrainwashed, sie haben sie gebrainwashed, sondern. gebrainwashed. Ja, stimmt, gebrainwashed. Also sie haben, Das haben. sie haben sie ja wieder entbrainwashed. Ja, entbrainwashed. Ich fand auch die Aussage geil. Dort, wo Barbie wieder zurückgekommen ist, wo Ken schon den Staatsstreich gemacht hat. Was ist denn hier los? Warum ist der oberste Gerichtshof am Strand? Der oberste Weil Gerichtshof. Ken ist ja, Ken kann ja Beach, ne? Ja, der kann Beach. Ich habe mal geguckt, dass ich stoß euch beide weg ist im Englischen I beat you up, was auch nicht besser ist. Ne, oh, das ist I beat you up. Naja, dann ist es einer der wenigen Momente, wo die deutsche Synchro besser war. Es gibt nur eine Serie, die ich besser finde im Deutschen als im Englischen, und das ist SpongeBob Schwammkopf. Jo. Allein für den Benjamin Blümchen-Joke. Ja. Ja, also ich bin jetzt nicht der größte Hardcore-Fan von SpongeBob, aber wo ich sagen kann, aber das liegt an nostalgischen Gründen, nicht an Übersetzungsgründen, ist King of Queens. Das kann ich mir nicht in Englisch geben. Wirklich, wenn ich da Arthur Spooner nicht mit der Gandalf-Stimme höre, Junge, dann mache ich aus, das geht nicht. Der Mann ist einfach Kult. Rest in Peace, Ja. Jerry Stiller. Rest in peace. Aber um wieder auf Barbie aufzugreifen, die Szene, wo die dann da ist und Ken halt ihr Haus übernommen hat. Das ist mein Mojo Dojo Casa Haus. Warum hast du Casa Mo Dojo bedeutet schon Haus? Ja, aber es hört sich cooler an. Ich fand auch geil, wie es gab halt den Ryan Gosling Ken und es gab halt, oh Gott, und es gab halt einen anderen Ken und die haben einfach Den konstanten Chan, den Schwanzvergleich. Chan-Chi kennen. Genau, den Chachi Ken. Die haben sich konstanten Schwanzvergleich geliefert. Gab es hier noch Sugar Daddy kennen? Ja, stimmt. Stimmt. Sugar Daddy Ken. Ja, am Ende so. Wir haben ein paar Kens versammelt, die unsere Meinung teilen. Sugar Daddy Ken. Darf ich mich Die weghauen? Neben mir saß halt kann eine Mutter mit ihrem kleinen Kind, ne? Das war so geil. Und wir hauen jetzt da weg, wo das Sugar Daddy kommt. Und ich hörte das Kind fragen: Was ist ein Sugar Daddy? Ist ein Sugar Daddy? War mir Du, so geil. das Beste auch war, ne? Ab so Mitte des Films, ich stoß so Ronny an, Kappa. Ich zeig so, ey, guck mal, was der Typ da vorne macht. Da ist aber ein Typ, der spielt Clash Royale. Mitten im Film. Nee, ich habe das gesehen. Ich habe den Clash Royale Ah ja, spielen hast sehen. du? Ja, ich war Ja, ach so, stimmt, sorry, aber ich habe dann da. mein Handy rausgenommen und den aufgenommen, weil Bruder, du spielst aber Clash Royale in Barbie. Aber das Publikum habe ich auch nicht verstanden, weil die Jokes, wo wir uns drüber weggelacht haben, Da war da Stille. hat keiner drauf gelacht. Ja. Da war Stille, aber dort wo eine brennende Waffe auf Barbies Teller kam, ganz vorne. Das war geil. Ich kann es einfach nicht verstehen, dass sich da keiner weggeschmissen hat mit dem. Ich wette, dass halt die Hälfte des Publikums weiß nicht, was ein Patriarchat ist.
Also, ich wirklich, also zwischendurch ist für mich eine Atemprobleme gehabt, weil ich so hart lachen musste. Du, ne, aber ich stell mir vor, da waren ja viele Eltern mit Kindern. Du, da ist so ein kleines Mädchen, was ihren Vater einfach: Papa, was ist denn ein Patriarchat oder der oberste Gerichtshof? Ich weiß noch, wir kommen in dieses Kino da rein, ja? Paul mit seinen Chicken Strips. Wir schauen an diese Menge und sehen nur Eltern oder kleine Mädchen. Ja. Wir dachten nur so: Scheiße. Und am Ende waren wir die Zielgruppe, die am meisten Spaß mit der Sache hatten. Ja. Oh, das war, oh, das war super. Ja. Oh. Den will ich mir auch nochmal anschauen. Den will ich mir auch definitiv nochmal anschauen. Den kannst du dir, egal mit wem, kannst du dir mit Freunden, kannst du dir mit Geschwistern, kannst du dir mit Freund, Freundin anschauen. Der Film ist Baba. Ja. Also, das ist doch ein Fiebertraum eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. Der Film ist eigentlich ein Fiebertraum, weil, Digga, die Szene, wo die Anzüge, die CEOs von Mattel dann ins Barbieland gehen, sitzen da so acht Leute im Anzug auf so einem scheiß Fahrrad. Ja, das war auch stark. Nennt mich bitte Mutter. Nein. Oder die Erfinderin von Barbie, die wegen Steuerbetrug eigentlich. Ja, stimmt! Stimmt! Die sagt so: Ja, ich habe die Barbie erfunden und ich sitze im Knast wegen Steuerhinterziehung. Hä? Ja, die Frau ist doch schon 20 Jahre tot oder so, ne? Ja, die ist 2002 gestorben, also. Aber auch die Szene, wo Barbie dann bei den Anzügen um ist: Ich will gerne die Frau, die das Sagen hier zu sagen hat, finden. CEO, das bin ich. CFO, hier so. CTO, bitteschön. Ja, geil. Das war wirklich ein Fest. Was ist oder dann am Ende euer Lieblingsjoke in dem ganzen Barbie-Film gewesen? Ich glaube einfach nur, dass Ken das Patriarchat entdeckt hat. Weil ich habe wirklich mit allen gerechnet, aber nicht damit. Ich fand also auch geil, wo der mein durch L.A. gelaufen ist. Das war auch super. Ja, ja. Also der Joke, wo ich hab viele Favoriten, ich kann nicht einen. Also der Joke, der ist schon mal auf der Liste, weil der mir gesagt hat, der Film wird geil, ich stoße euch beide weg. Der war geil. Dann halt, wo Ken diese eine random Frau in der Schule voll labert vom Patriarchat. Oder wo er hier wegen der Uhrzeit gefragt wurde. Ja! Und dann am Ende des Films hat er 3 Uhr. Ja, schön. Dann, aber auch die Szene, wo dann, Oh Gott, warte mal. Die Szene, wo Ken bei diesem Typen in dieser Bank ist und fragt: Kann ich eigentlich CEO bei euch werden? Ja, wenn du einen Abschluss hast. Reicht nicht, wenn ich ein Mann bin? Nein, ist sogar schwerer. Ah, also seid ihr nicht vom Patriarchat? Doch, wir verstecken es einfach nur. Das stimmt, das war gut. Das war gut. Ja, also ich würd sagen, diese ganze Sequenz, wo Barbie und Ken in der echten Welt ankommen, die hat mich wirklich gekillt. Wo dann wirklich richtig schön am Venice Beach die Sexismuskarte rausgeholt wurde. Junge, das hat mich gekillt. Und wie die beiden so gesagt haben, Ken so: Ich fühle mich angestarrt, aber in keiner gefährlichen Weise. Und Barbie dann so: Ich fühle mich angestarrt, aber in einer gefährlichen Weise. Das war 10 von 10. Ja. Also allgemein, die Jokes in dem Film haben gesessen. Die waren super. Ja, genau. Also genau das. Das habe ich mir nicht erhofft. Das habe ich halt bekommen und finde es genial. Der Film, der war halt nicht nur funny, sondern der hat auch eine Message, weil die Message vom Film ist ja an, finde ich auch ironisch, wie die Ryan Gosling dafür genommen haben, aber ja, passt perfekt, an junge Männer, die ihr ganzes Leben damit verbringen, eigentlich Mädchen hinterher zu eifern, weißt du, was ich meine? Mhm. Die meinten: Bruder, du bist deine eigene Person, du musst nicht die ganze Zeit simpen, weißt du, was ich meine? Mhm. Und dann natürlich die Kritik am Patriarchat, das ist auch logisch. Aber die Sing-Szene am Ende, wo Ken dann diesen Hoodie anhat, wo steht am Ken auf, das war geil. Okay. Den kannst du ja auch kaufen. Ja. Es gibt, die Mattel-Seite hat Hoodies von, wo drauf steht am Ken auf, dieser Regenbogen-Hoodie, den kannst du dir kaufen. Junge. Guck ich mal, wie teuer der damit ist. Damit geht's ins Belantes, oder? Warte mal, ich schau mal. Junge, wir holen den. Ich sag dir mal die Preisdurchschnitt, das was Glas. Junge, also wenn der günstig ist, dann holen wir den alle 3 und gehen damit ins Belantes. Yo. Ja, ich finde, der geilste passive Joke in den Filmen, finde ich, war aber eigentlich: Jeder hat damit gerechnet, dass am Ende irgendwie das Barbie-Land halt irgendwie so gesellschaftlich
gerecht wird, aber wurde es einfach nicht. Ja, es gab keine zwei Staatenlösungen. Das stimmt, ja. Oh Mann. Geil, einfach, geil. Danke, also, Männer, warte mal. Super. Aber Oppenheimer ist halt wirklich schwere Kost. Also Oppenheimer, danach wollt ihr nicht Barbie sehen, weil es gibt ja, viele, die so sagen, ja, ich schau erst Oppenheimer und dann Barbie. Junge, wenn wir das gemacht hätten, hätten wir Barbie wahrscheinlich nicht so genießen können, wie wir es haben. Okay, also, passt auf, Jungs. Ja. Also, der Kenner-Foodie, der ist 56,95. Alter. Na gut, ist für nur die normal. Und ich sehe gerade, der kann irgendwie nach Deutschland nicht geliefert werden. Okay, gut, schade. Aber auf Etsy gibt es für 26,36. Aber es gibt auch einen Tanktop, wo Kenner-G draufsteht. Kann man das sich holen? Warte mal, ich schau mal. Ey, das wäre geil. Also, es lässt mich gerade das in meinen Warenkorb tun. Ernsthaft? Wie teuer? Warte mal, $35. Okay. Das sieht ja aus wie die größten Lelex, Alter. Wird das in Deutschland geliefert? Ich schau mal, warte mal, Checkout. Shipping and... Ja, scheint nach Germany geliefert zu werden. Okay, warte mal, ich muss selber rübergucken. Du musst da auf creations.mattel.com gehen. Barbie the Movie wahrscheinlich. Ja. I'm Kenner, geil. Ja, I'm Kenner. Der Hoodie ist auch so fresh. Es gibt ein I'm Kenner T-Shirt. Das kostet aber auch 56. Das kostet 30 Euro. Aber mir ist es... I'm Kenner T-Shirt, ich schau mal. Das ist aber mies ausverkauft, Alter. Mal schauen, wie es bei Etsy... Also bei Etsy gibt es ein Kenner T-Shirt für 11 Euro. Das dauert doch ewig, bis es ankommt, ne? Ja, das stimmt. Junge, das T-Shirt ist geil. I'm Kenner. I'm Kenner. $30? Ist nee, versandbereit in 1 bis 2 Werktagen. Ja, versandbereit, aber... Ja, aber es ist aus USA, nicht aus China. Ja, aber... Junge, was wir können uns ein Golfcap holen mit dem Ken-Logo. Oh, das wäre auch geil. Also wir überlegen uns. Ja, das besprechen wir im Anschluss vom Podcast nochmal. Ja. Allgemein, also die Menschen, die Kostüme... Es gibt ein Ellen-T-Shirt. Es gibt ja. Ein Ellen-T-Shirt. Es gibt ein Ellen-T-Shirt. Wir müssten eigentlich so ein T-Shirt designen, wo draufsteht Free Ellen. Ja. Hi Ellen, Junge, scheiße. Das ist auch so geil am Anfang, wo da irgendwie bei jedem immer sowas eingeblendet wurde, irgendwie... Ken, his hobby is Beach oder so eine Scheiße. Weil Ken, bei Alan. It's just Alan. Ja. Alan ist Kens Buddy. Es gibt auch nur einen Alan. Ja, es gibt auch nur einen Alan. Ja. Oder findet ihr auch am Anfang des scheiß Films, wo die diese schwangere Barbie finden, die wurde direkt aus dem Verkauf genommen, über die wollen wir nicht reden. Stimmt. Die ist ja ihr Leben lang schwanger einfach, ne? Müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist bodenlos. Oder wie geil das auch dann war, wo da bei Mattel angerufen wird. Hallo, Mattel? Ja, hier ist... Oh Gott, wie hieß denn der? Wisst ihr, wie der hieß? Wer? Dieser Scheißer von Mattel, der das Telefon abnimmt. Ach hier, Aaron. Aaron. Ja, hier ist Aaron von Mattel. Super Aaron von Mattel. Hier ist das FBI. Hier ist das FBI, einer eurer Puppen ist ausgebrochen. Oh! Ja, dann ging's los. Oh Mann, geiler Film. So Leute, wir haben jetzt eine Stunde gequatscht. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal hier für unsere große Freizeitpark-Reise unseren Merch an. Und jo, dann, Leute, es gibt die Woche noch was. Und zwar die Dead City-Besprechung mit meinem Bruder. Über ja, The Walking Dead, The City, die neue The Walking Dead Serie, die phänomenal geil ist. Die wirklich einfach, ich habe gestern die letzte Folge geschaut und muss sagen, wow, dass das wieder auf so einem Niveau ist, hätte ich nicht gedacht. Stark. Das gibt's, die Serienbesprechung, also die erste Staffelbesprechung und ja, dann nächste Woche mal schauen, ob mit Benjamin oder ohne, ich weiß es noch nicht. Genau. War schön mit euch auch, ne? Mit euch beiden. War super. War super, ja. Bin auch gern nochmal dabei, falls was ist. Gerne. Das merke ich mir.
Ich nicht. Das merke ich mir auch. Also Leute, wie beenden wir die Folge am besten? Like die Folge, sonst stoßen wir euch weg. Like die Free Ellen. Wir gründen im belantesten Patriarchat. So. Ja, wir gründen im belantesten Patriarchat.